LS19 Freunde, willkommen im Mühlenkreis Mittelland auf dem Bauernhof von Patrick, Folge 41. Ich hatte heute Morgen ein paar technische Probleme mit meinem Internet, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie behoben sind. Und dass es jetzt nicht mehr abstürzen wird, der WLAN-Router. Und dann passt das auch. So, den stellen wir mal hier ab. Dann nehmen wir unseren John Deere 8400 R. Und machen dann weiter. Ja, ich muss aber auch mal die Baustümpfe hier entfernen. Aber dafür fehlt mir noch das passende Kleingeld, um mir die Maschinen leisten zu können. Alle Videos, besser gesagt, alle Streams findet ihr auf YouTube unter Patrick MSV. Findet ihr dann auch die Videos, die ich hier gestreamt habe. Könnt gerne mal vorbeischauen. Ich habe extra einen Ordner angelegt, wo nur alles 19 drin sind. Natürlich spiele ich auch andere Spiele wie GTA 5. Davon habe ich auch ein paar Videos drin. Ein paar ist gut. Glaube, da waren 123. Und auf jeden Fall spiele ich jetzt im Moment nur LS19. So, den säge ich mal hier ab. Und auf jeden Fall habe ich wie immer Webradio an. Aber
läuft im Moment nichts Gescheites, wo man sagen kann, wo ich da auch für Werbung mache. Weil für die Werbung kassiere ich ja sowieso kein Geld. Ich mache es trotzdem mit die Werbung für Webradio. Und auf jeden Fall ist das so, dass ich jetzt ja erstmal die Bäume absäge. Um nochmal ein bisschen hier Platz zu schaffen. Weil dann sieht das hier ein bisschen ordentlicher aus. Da war, glaube ich, aber auch erstmal der letzte Baum, den ich hier gefällt habe. Wo habe ich das denn jetzt hier? Genau, der Ast kommt noch mit. Weil ich verdiene ja mit die Baumstämme ja kaum Geld. Weil es einfach nicht rentieren tut, da ich mir hier was mit Holz leisten werde. Weil es lohnt sich einfach nicht. Weil es viel zu viel Aufwand ist für nix und wieder nix. Wenn man jetzt hier, sag ich mal, so ein paar Bäume schneiden tut, ist es ja in Ordnung. Aber wenn man da nichts dran verdienen tut, richtig, da lohnt sich das einfach nicht. Ist auch zu schwer, kürzen wir den mal eben. Bevor ich mich dann an den großen Baum noch mache.
Aber wir haben ja noch zwei dicke Äste, die wir auch noch mitnehmen müssen. Ein beziehungsweise. Aber die nehme ich gleich mit dem Hebekran an. So. Baum fällt. Dann ist der auch weg. Dann stellen wir ihn unseren John Deere. Ja, ich habe es jetzt deswegen gemacht, dass der nicht so weit über die Straße hängt.
Dann stellen wir den jetzt erstmal hier wieder ab. Auf dem Hof. Weil den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Da war nicht erstmal der letzte Baum, den ich gefällt habe. Ich denke mal so ab 15 Uhr Spielzeit kann ich dann anfangen mit der Ernte. Und dann werde ich dann aber auch wieder die halbe bis um, sag ich mal, bis um 30, 20 Uhr, 21 Uhr unterwegs sein, um die Ernte einzufahren. Jetzt bringen wir mal eben zurück zum Sägewerk. Aber ich könnte ja eigentlich auch schon mal die Sojabohnen, die müssten ja eigentlich reif sein, ja schon mal anfangen. Oh, dann passt das eigentlich auch. Knapp 3.800, nee, knapp 4.000. Knapp 4.000 für den Baum. Dann fahre ich jetzt zum Hof zurück. Hol mir meine Erntemaschine. Die steht ja da vorne. Habe ich noch genug? Die muss ich langsam mal auffüllen. Ja, hole ich mal leider wieder auffüllen. Alles mit Mist und Wasser.
Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich jetzt erstmal zu Feld 60 fahre und dann mir mal die Sachen angucke, ob das jetzt schon so weit reif ist. Sollte es reif sein, werde ich natürlich anfangen. Sollte es nicht so sein, bleibt die Maschine da stehen. Aber so wie ich von hier aus sehe, ist das alles fertig, gereift. Du siehst doch, dass ich hier lang fahre, du Idiot. Du Spaghetti, du. Ja, ist alles fertig. So, das heißt für uns, wir können anfangen zu arbeiten. Die Arbeit ruft. Hinten sehe ich ja sowieso nichts. Drescher kann ich ja schon mal ausklappen. Ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass das Schneidewerkzeug repariert werden muss. Dann gehen wir mal den John Deere her. Der Kleine, der reicht. Weil die Maschine, weil das Schneidewerkzeug hängt so. Und wenn das so anfängt zu hängen, wie ein kaputtes Holzbein, ja, dann ist da irgendwas nicht mit in Ordnung. Da muss ich das austauschen. Das heißt, dann bringe ich das mal zur Werkstatt. Reparieren zu lassen. Dann verzögert sich das der Starten. Ja, weil das hinkt so, ja. Und der Mähdrescher ist es ja nicht. Haben wir gleich. Machen wir mal rundum leuchten an. Blöder Baum.
Dann fahren wir mal hier rauf. Und dann werden wir das ja sehen. Ja, also der ist in einem guten Zustand. Aber warum hängt das denn sonst? Am Feld liegt das ganz bestimmt nicht. Und an dem Mähdrescher auch nicht. Habe ich den hier nicht? Also, sonst müsste ich mir erstmal als DLC runterladen. So ein Werkzeugkasten. Nee, habe ich nicht. Schade. Aber egal. Also daran liegt es auch nicht. Dann ist das halt eben so, dass es da ein bisschen hinkt. Und dann kann man nichts dran ändern. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, werde ich dann hingehen und gleich erstmal Anhänger besorgen für die Ernte von die Sojabohnen. Und dann
passt das schon. Das Jahr neigt sich ja auch langsam dem Ende zu. Aber heute Morgen hättet ihr euch kaputt lachen können. Also manche Leute, würde es auf der Welt keine Idioten geben, dann hätte man wirklich nichts zum Lachen. Ehrlich gesagt. Ja, wie kann man sich darüber aufregen? Steht ganz dick in der Zeitung, dass alle Prospekte, die mit Silvesterfeuerwerk ausgestattet sind, dass sie ungültig sind durch die Bundesregierung. So, das Oberverwaltungsgericht in Berlin hat die Anordnung sogar nochmal bestätigt, dass dieses Jahr nicht geknallt werden darf. So, viele im Internet, weiß ich ja nicht, ob ihr das gesehen habt, haben sich ja Feuerwerks gekauft. Und die Leute wissen es gar nicht, aber ich informiere euch jetzt mal hier mal klipp und klar. Jeder, der Feuerwerk am Silvester oder sich vorher besorgt habt, wenn ihr auf Silvester zünden tut, das Feuerwerk, die Pyrotechnik, was ja dieses Jahr untersagt ist, dann gibt es eine Geldstrafe bis zu 25.000 Euro und obenrein gibt es noch eine Strafanzeige wegen des Verstoß von das Sprengstoffgesetz. Das heißt, der seid ja schon mit 3 Jahren sitzt ja schon in den Knast. Mindestens. Weil die Strafe für Sprengstoff geht ab 3 Jahren erst los. Also das heißt, nichts mit Bewährung oder Klaps auf den Finger, Geldstrafe. Nee, 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 nee. Da sieht die knallhart drin und da gibt es direkt 3 Jahre Mindeststrafe. Und weil das über die 2 Jahre sind, hat das Gericht auch keine Möglichkeit, das zu sagen, ja gut, ihr wusstet das nicht, gibt es nur Bewährung. Nee, 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 da nicht. Da fangen die 3 Jahre knallhart an. Und wenn der Richter sogar noch hingeht und sagt, ja, ihr wusstet das, habt es trotzdem gemacht. Und eine ordentliche Begründung sagt, ja, wer nicht hören will, der muss fühlen. Ja, der geht dann natürlich in der Richtung und verpasst euch mal ein paar Jährchen extra. Und dann ein paar Monate. Also deswegen würde ich dieses Jahr auch mal mit dem Silvesterfeuerwerk ganz sein lassen. Ja, weil viele wollten ja heute Morgen beim Aldi kaufen. Aber die verkaufen ja nichts. Nur die Leute checken das nicht, dass es ungültig ist, die Prospekte, weil die im Monaten vorausgedruckt werden. Also deswegen würde ich da mit dem Silvesterfeuerwerk sein lassen. Auch Wunderkerzen. Alles ist verboten. Es herrscht auch eine Ausgangssperre. Ab 21 Uhr ist eine Ausgangssperre. Bis morgens 6 Uhr.
Weil die ziehen das knallhart durch. Und es wird auch streng kontrolliert. Erwischen sie euch, ohne griffigen Grund draußen zu sein? Tja, dann zahlt ihr. Bei der Ausgangssperre zahlt ihr bis zu 250 Euro. Deswegen würde ich da schön mal auf Silvester, sag ich mal, schön den Ball flach halten und einfach den Tag genießen. Zu Hause ab 21 Uhr. Weil, was bringt mir das, gegen die Corona-Ordnung zu verstoßen? Und dafür noch eine Geldstrafe zu kassieren? Nee, kann ich gerne darauf verzichten. Aber wie gesagt, ich kann euch nur den Tipp geben, lasst es sein mit dem Silvesterfeuerwerk. Weil wenn ihr meint, so viel Geld haben zu müssen, bitteschön. Mir wäre es auch ehrlich gesagt nicht wert, ja, weil man nur einmal im Jahr knallen darf, ja, dafür 3 Jahre in den Knast zu gehen. So, jetzt nehme ich mir den kleinen John Deere. Der John Deere 6250R und Thomas vom Feld da muss ich gleich gucken, welche Feldnummer das hat. Ey, wie doch nicht mit in der Bushaltestelle reinfahren. Ja, wird doch sowieso kein Bus.
Feld 62. Passt sogar. So, und auf jeden Fall finde ich dann auch alle Videos, die ich bisher in GTA 5 oder sonst was gemacht habe, auch auf meinem YouTube-Kanal unter Patrick MSV. Da habe ich zum Beispiel die Duisburger Feuerwehr drinne, die Duisburger Luftrettung habe ich drinne. Das könnt ihr dann auch alles hier oben auf das kleine Infoblatt sehen. Einmal für die Luftrettung. Und das andere ist ja die Duisburger Feuerwehr. Da sieht ja jetzt das I. Das steht für Info. Und
Unten rechts sieht ihr den Abonnenten-Button. Das Bild habe ich selber entworfen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, dass ihr dann auch kein Video verpassen würdet. Ja, müsst ich dann noch nicht mal kommentieren. Da ist mir doch egal, ob ihr das kommentiert. Und Likes ist es mir auch egal. Ihr braucht dafür keine Likes. Weil ich macht das ja hier aus Freude und nicht damit Geld zu verdienen. Ja. Weil ich habe ja Freude daran zu zeigen, was ich so mache. Und hier nicht um Geld zu verdienen. Ich bin doch kein Snob. So, dann bringe ich das jetzt mal wieder zurück zum Hof. Aber den stelle ich aber jetzt auf Feld 62, habe er gesagt. Also, weit wie die. Wie heißt Raps? Ich glaube, das war Raps, weil ich da auf Feld 11, 12 und 13 angesät habe. Fertig gereift ist. Können wir es dann direkt auch mit erledigen. Mit der Ernte. Und auf jeden Fall ist es ja so, dass ich ja nicht nur ja Alice 19 spiele, ich habe ja auch Alice 17 drin auf YouTube. Und das könnt ihr euch ja auch einmal gerne angucken. Also ich muss sagen, die haben das ganz schön verbessert hier mit Alice 19. Ist jetzt natürlich meine Meinung nur. Und auf jeden Fall ist es ja so, dass ich jetzt mir nächsten Monat ein neues PlayStation-Spiel hole. Aber da bin ich auch noch überlegen, was für eins. Weil die gerade im PlayStation Store so viel an Angebot haben.
Ich werde jetzt mal eben den umdrehen. Also für demnächst brauche ich nicht zwei, zumindest drei Anhänger. Aber ich gehe mal von zwei aus. Und auf jeden Fall ist es ja so, dass wir ja auch hier im Spiel ja noch reichlich andere Sachen zu tun haben. Und ich kümmere mich jetzt erstmal weiter um die BGA, weil die müsste jetzt eigentlich theoretisch schon so weit sein, dass sie leer ist. Und dann werden wir jetzt mal weiter hier mit der Fräse den Bunker füllen. Also den Anhänger. So, dann arbeitet die BGA weiter.
unseren großen John Deere, der 8400R. Und jetzt das Schneidewerk vorne dran. Jetzt werden wir mal eben den Verkehr anhalten. So, jetzt haben wir mal eben den Verkehr angehalten. Können wir auch gleich den Verkehr bieten wir. Freilassen.
Und schon können wir weiter schneiden. Das schiebe ich jetzt einfach an der Seite.
So, der Wassertank muss aufgefüllt werden. Nee, ich gucke einfach mal nach bei den Kühen. Jetzt zahle ich schon an der Bank 50.000 zurück. So, dann habe ich ihn noch bei der Bank 25.000 offen.
Ah, ich habe mir gerade was überlegt. Die Kühe bleiben ab sofort hier im Stall. Und das Feld 63 verkaufe ich. Weil dann bin ich nicht schuldenfrei. Genau, dann brauche ich jetzt den JCB. Thank you.
Auch wieder einer meiner Lieblingslieder. So, dann sage ich mal bis später.